So. Geht mein Profiler, ja, der ist sogar echt mal artig. Dann muss ich Bin ja mal gespannt, ob Office da mit zuerst. der Browser-Source diesmal klarkommt. Und dann war Stevie. Dann war Tomede. Habe ich Jaguar XKR genommen. Macht Und das ruhig. dann kommt der Kirschsalat. Oh, Kirsch hat den HSV. HSV, ja, immerhin. Irgendwer muss es ja machen. Ich habe auch herausgefunden, dass mein Neue, dass du aus Hamburg kommst. So gesehen sollte ich den HSV vielleicht häufiger supporten. Vielleicht. Alter, was untersteuerst du jetzt gerade, wenn Ich ich wusste dich gar nicht, sehe? dass Rockert aus Hamburg ist. Ist es das? Ursprünglich, die wurden wohl vor kurzem gekauft, aber Entwicklung und so weiter ist auch immer noch Oh alles in Gott, was ist Hamburg. denn das? Der kam jetzt aber sehr untersteuerig vor. Also, so schlimm war das sonst nicht. Ja, das ist immer Scheiße. Das ist ja wieder ein klasse Start. Also auch wenn der wie heißt der hier, der kann nix, das impliziert, dass man nicht weiß, ob da einfach nur falsche Reifen drauf sind. Ich glaube es mittlerweile nicht mehr. Was ist denn los, Auto? Bin dir jetzt schlechter einig als vorher, aber kann ja nicht sein. Muss ich mich falsch erinnern oder so. Naja, es ist halt der HSV, ne? Also eben, weil ich das angefahren habe, hat er besser gelenkt, aber muss ich mir dann wohl Ich eingebildet hast da aus haben. Versehen den R50 genommen. Nee, es war schon das Ding. Nicht wegdrehen! Oh Mann! Ach du auch? Etwas verwirrend, aber gut. So wollte ich das Rennen natürlich nicht anfangen. Oh, wieso geht ihr da vorne schon wieder so auf? Wir haben uns nicht gedreht in der Corkscrew Corner, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, was? Keine Ahnung. Korken, was heißt das? Korkenzieher-Kurve. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ich finde, die sieht so ähnlich aus wie diese Corkscrew Corner aus Laguna Seca. Deswegen nenne ich sie Ja. jetzt einfach so. Also die, wo Ja, ihr euch gedreht du habt, hast ein einfach. bisschen. Ein bisschen ärgerlich, dass der Anfang so scheiße gelaufen ist. Na gut. Den tun wir euch auf der Karte. Ah ja, doch jetzt. Der scheiß Kugel da nach der Kurve, da will er auch immer mit dem Heck rum. Ach, dieses Auto will am liebsten nur geradeaus fahren und das so langsam wie es geht. Musste ich vom Gas gehen in der Kurve? Wusste ich tatsächlich nicht. Der, ja gut. Aber ansonsten kommst du da egal wie rum. Boah, aber dafür hatte ich für die Kurve zu schwung hoch, die Set. Und ich war schon langsamer, weil ich davor vom Gas musste. Sehr Ja. praktisch. Diese Kurve kriegt jedes Auto mit Vollgas, der nicht, wa? Ja. Quasi jedes, genau. Gut, Ja, der der Crown vielleicht TS50. nicht, aber. Der TS50 bestimmt auch nicht. Ja, der Crown Victoria. Und der Ferrari Barchetta. Und dann haben wir die Scheißdinger schon alle zusammen. Also, das lief ja mal, wow. Ja, Naja, Moment, den gut. TSA wollte nicht. Nein, nein, wir haben ihn heute nicht, aber das sind so die Kandidaten, die die Kurve nicht kriegen würden. Und der hintere Teil war gar nicht so schlecht, aber der Anfang, was hat das auch da für ein Der Bullshit gemacht? Sieg Naja, gut. gehört dir. Hätte man mit dir mithalten können. Tatsächlich. Dann noch so und noch umso ärgerlicher. Naja, gut. Jetzt sich echt untersteuerigern gefühlt, komischerweise.
Was haben wir jetzt für ein Rennen? Vollwinds meine ich. Fallende Winde, 6 Runden mit dem F1 ohne LM. Können wir nicht wenigstens den LM fahren? Ja, wählen wir aus, vielleicht klappt's. Ganz zum Schluss kannst du den fahren. Ja, aber auf der Strecke, wo der jetzt nicht unbedingt so geeignet ist. Gut, ist er für gar keinen, aber für die insbesondere. Für gar keine, ja, du sagst es. Für gar keine. Keine Strecke, wo der geeignet ist. Das ist ja das Problem. Aber es sind trotzdem mehr Strecken als der, wo der HSV geeignet wäre. Wieso bist du jetzt schon wieder vorne? Hab's eilig. Ich auch. Ich mag Vollwinds heißt, deswegen. Habt ihr jetzt alle den Schwarzen da außer ich, oder? Das ist eine Strecke, die er nicht mag. Ah, so Calypso mit Kollision ist nicht so meins. Also Kollision im Sinne von die Tische ja. Halt. Oh, das ist so ein grauenhafter Scheiß, Alter. Das muss ich da im Speedrun mit rumplagen, das ist das ist das Rage-Sparkung des Dinger. Sowieso diese ganzen Schilder, die dann, wenn man sie schon umgefahren hat, dann einen immer noch wegkicken können, weil sie noch auf der Straße liegen. Ey, da können echt Sachen passieren. Ich habe gestern Nacht auf die dumme Idee gekommen. Ich wollte für, wie heißt das nochmal, Speedrun oder wie das heißt, Alpine Trail fahren. Und boah, da bin ich ein paar Mal echt so abgeflogen, weil ein schon flach auf dem Boden liegendes Schild nochmal ja, meinte, irgendwie Hallo zu sagen. Es ist so zum Kotzen, ehrlich. Das ist so nervig. Und natürlich, der 0 km/h-Bug, der ist natürlich ein bester Freund in so einem Speedrun, ne? Da ist der Zufall natürlich so, dass der immer kommt, ne? Ganz klar. Dann kannst du den Speedrun auch gleich wegwerfen und wieder von vorne anfangen. Dann kann man von vorne an. Na gut, ich habe ja nur die Strecke gemacht, aber die fährt ja das ganze Rennen, dann ist natürlich klar, dass es blöd ist. Also im Weltreport wird man dann nicht mehr definitiv kriegen, also. Stell dir mal ehrlich vor, du bist gut. So bei der letzten Strecke angekommen beim Speedrun. Ja, am besten noch Weltrekord fahren und dann. Oh, 0 km/h-Bug, alles verraut. Das wäre echt so ein Ding, ja. Was war das eigentlich mit dieser Ziellinie, was du da erzählt hast, dass du geschrieben hattest? Ja, ich war bei der Einstrecke übers Ziel gefahren und der Spiel hat das nicht angenommen. Aber warst dann quasi eine Runde weiter oder wie? Also musst du noch eine Runde fahren, nee, es oder? Es war eine Point-to-Click-Strecke und hat das Ziel nicht angenommen. Erst als ich dann Reset gedrückt habe, dann hat er begriffen, dass ich ein Ziel bin. Ah, okay. Ich dachte, du könntest dann cool die Map exploren oder sowas, wie es da hinten weitergeht, nach der Ziellinie. Kommst ja normal nicht hin. So hat er sich das dann auch gedacht, als das Team gezählt hatte. Das glaube ich. Das war echt auch so ein. Ja, also das ist. Da. Also. Ja, da war ich sprachlos, weil zum Beispiel den Bug noch nie gehabt hat. Genau, hab ich auch noch nie von gehört. Gibt's ein Video von oder? Ja, der Stream halt. Aber. Das war in dem Lauf drin. Ja, ich hab ja jeden Lauf im Livestream gemacht. Ich weiß, dass du das gespielt hast. Wie viel hast du jetzt eigentlich schon, wie viele Versuche? Und wie viel fehlen noch auf den ersten, also vom besten Versuch? Vier Streams hab ich. Aber, ja gut, ich hab den 2 Minuten drüber. Das geht. Es geht, ja. Aber ich will den Sieg haben. Und was mich am meisten aufregt, ist, dass ich die meiste Zeit im Menü verliere. Ich hab die Abkürzung ignoriert, wie es aussieht. Ja, das hat dir aber wenig geschadet, weil ich sie verhauen habe. Ja, gut, aber es waren noch extrem viele Fehler zum Schluss passiert, leider. Also, es wundert mich nicht. Naja, der wird es auch nicht im ersten Versuch geschafft haben, ne? Heißt Menü dann die Zeit, um zu klicken, welches Rennen man als nächstes machen will und so? Oder ist es die Ladezeit oder was ist das? Alles. Ja klar, es ist alles, aber kannst du einschätzen, was das Problem ist? Wieso, das Klicken kann man ja wahrscheinlich optimieren. Ladezeit halt eben nicht, weil da müsste man die Auflösung runterdrehen und sowas. Das ist halt scheiße. Ja, die Grafik habe ich runtergedreht. Ach, hast du? Okay. Das war notwendig, weil das macht eine Sekunde aus. Das klingt jetzt erstmal total wenig, aber das summiert sich bei über 40 Events. Das zum
Müssten 40 Sekunden werden, so ungefähr, so grob überschlagen. Es sind ja mehr als 40 Events, also ich weiß nicht, weil da sind ja Turniere auch mit nochmal Rennen drin. Ja, dann fahr halt eine Minute schneller in der Summe, das ist wieder drin, ist kein Problem. Ja. Im Prinzip müsste man sich vorher irgendwie, weiß ich nicht, Zettel hinlegen, auf den genau draufsteht, jetzt musst du dahin klicken und dahin klicken. Man dauert auch so lange, auf den Zettel zu gucken. Naja, am besten quasi nicht Zettel, sondern halt irgendwie eine PowerPoint-Präsentation, die du auf dem Bildschirm daneben hast, die dann weiterschaltet und sagt, jetzt da, ne, da musst du das hinklicken. Er hat aber nur ein Bildschirm. Er kann sich auf dem Notebook oder irgendwas anderem daneben haben, muss ja nicht vielleicht ein Rechner sein. Oder Handy oder was auch immer. Ja, Handy geht, ja. So mal habe ich das jetzt auch gelöst, um den Chat zu lesen. Einfach Handy an und gut ist. Das funktioniert ganz gut tatsächlich. Oh, die war gut. Das war ein Rundenrekord meinerseits. Was hast du? 1,52,76. Ja, 52,23 ist auf jeden Fall ähnlich. Ja, da bist du noch mir voraus, aber für mich war es eine PB. Oh, das weiß ich nicht. Ich kann jetzt überhaupt nicht zu Asak gucken, ich muss mich gerade richtig konzentrieren, um hier wirklich jetzt... Ja, es zeigt die Asak ja auch nicht an, es ist ja erst nach dem Rennen. Und ich habe da genau genommen das Fenster mit dem Renntag noch drüber, also welche Rennen heute kommen, sprich den unteren Teil, wo PB ja nein steht, kann ich gar nicht sehen. Ja, ich wusste es jetzt, weil ich das jetzt halt ein bisschen angeguckt hatte schon hier, ne? Deshalb nicht alle Strecken, aber so, wo ich mir dachte, das sollte man vielleicht mal angucken. Zum Beispiel dieses Auto hier, weil ich das so liebe. Ja. Das ist deine Lieblingskarre, gibst zu. Total. Könnte mir nichts besser lernen. Ja. Die untersteuern mir beide zu sehr. Auch ja, das ist richtig. Die untersteuern und ich habe mich dran gewöhnt. Da müsste man was am Setup ändern. Naja, wir haben ja bald Autos mit anderen Setup. Ja, kannst du auch nicht dran ändern. Mal gucken, wie lange das noch dauert, bis wir das mal haben. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass man es nicht ändern kann. Ich meine, klar, wenn es ja neue Autos gibt, dann ist es ein anderes Setup, aber dann ist es ja trotzdem wieder gleich. Du kannst es nicht ändern. Weil da muss man nicht rumprobieren und sowas. Spart Zeit. Ja, bei Nice ist es ja nur das Getriebe. Ja, da ist es doch überschaubar von der Menge her. Porsche ist schon wieder... Boah, ne. Das ist doch aber nächstes Mal wieder Nice dran. Nächstes Mal ist Nice dran, ja. Ist, Max, nicht? Ach ja, bei dir war es ja so gar kein Spiel, Max. Das hatten wir ja schon. Der Eisbär hat keine Kollision. Komm da rum jetzt. Der Eisbär. Was für ein Eisbär? Ich hab doch Eisbär. Was? Schnee? Ja. Weil es bei mir nicht richtig funktioniert mit den Strecken, hier habe ich doch für jede Umgebung einfach das genommen aus dem Deck, was ich da am geilsten finde. Ich muss mich da zögern. Ja gut, bei mir hat ja alles funktioniert. Ich habe ja wirklich für die Strecken... Du hältst das normalerweise auch, ich verstehe echt nicht, was da bei Tomato schief läuft. Ich werde morgen bei was ganz abstruses probieren. Ich werde mal HP2 auf meinem Windows 10 Notebook installieren und gucken, ob es da geht. Dann habe ich gehört, dann installierst du dein PC neu auf Windows 10. Ja, genau. Mein Güte. Einen neuen PC wäre eine gute Maßnahme, damit du auch alle Dirt-Rennen mitfahren kannst. Ja gut, es gab jetzt eins. Das war strange, ja, das war echt strange. Ja, aber das... Ja, weil das lange geladen hat, dann hat er keinen Ausgang. Bei MNZ hat unten wirklich sehr lang, das ist der Wahnsinn. Ja, aber das war ja irgendwie 10 Minuten zu lang, ne? Alle anderen Strecken sind ein bisschen zu lang und das war so brutal zu lang. Aber die Strecken sind auch schon mal gefahren, das ist auch verwunderlich. Da kommt ja auf die Etappe drauf an. Und Wetter und alles.
Nachtfahrt ist ja auch nochmal noch mehr Daten. Oh, noch besser. Nachtfahrt mehr Daten? Ja, wegen. Ja, mehr, eher mehr Performance, weil. Ja, mehr Performance eher wegen. Ja, aber nicht mehr, genau. Ich hätte eher gedacht, so Nebel oder sowas, da musst du vielleicht irgendwie, aber es auch nur rechnen während des Rennens, nicht was du vorher laden musst. Ja, ja, das stimmt schon. Aber währenddessen ist Nacht auf jeden Fall mehr Belastung, weil mit den ganzen Lichteffekten. Und dann bei Regen natürlich die spiegelnden Pfützen. Aber ich habe mich deiner Zeit genähert, Kerscher. Ja, aber ich habe mich meiner Zeit entfernt. Also 51,60 hätte ich jetzt im Angebot. Was hast du? 51,60. Die Runde wird aber nichts mehr. Ja, es war die vorletzte Runde. Die hier wird definitiv nichts, da waren schon Fehler drin. Hier ist ja komplett überschrieben gut gemacht. Holy shit. Dann ist das definitiv dein Rennen, weil da komme ich nicht hin. Auf so eine Zeit. Also das ist ja respektabel. Jetzt muss ich es nur noch ins Ziel bringen, ey. Oh, ist so ein fetter Fehler in der Runde. Was man auf der Karte auch sehr gut sehen kann. Ja, ich sehe dein Auto wieder, aber so gut rausgekommen aus der Abkürzung war ich aber auch nicht. Hätte besser laufen können. Na gut. Nicht der idealste Saisonstart bei mir bisher, aber wir schauen mal. Du bist einfach zu schwierig. Zu overpowered, da hat man keine Chance. Ja, ich habe halt keine Gummi-KI, ich habe eine Feder-KI. So eine Feder, die drückt mich quasi vor dir weg. Ja. Nicht ein Band, was mich hinterherzieht, sondern es drückt nach vorne, verstehst du? Das erste Rennen, das habe ich selber verkackt, aber das Rennen... Holy shit. Oh, das Spektakel der Zeit, die du da ablieferst, muss man echt sagen. Okay, bis zum Schluss dachte ich, ich komme an Stevie ran, aber so... Noch könnte er crashen. Ich bin ja gerade gecrashed, das ist die Scheiße. Ach so. Wobei, hätte ich den einen Fehler weggelassen, dann hätte ich natürlich durch deinen Fehler profitiert, aber ja. Ja, letzte Runde war richtig scheiße. Also ich könnte jetzt, also selbst wenn Stevie jetzt, ja gut, jetzt ist er eben Ziel, aber selbst wenn er vor 30 Sekunden noch einen Fehler gemacht hätte, das hätte nichts gebracht. Weil ich in der Abkürzung einen 180 gemacht habe. 1,61, Mann. Ja, und letzte Runde war echt übel. Na egal. Keine Ahnung, wie du da hingekommen bist. Holy shit. Ich glaube, die Haarnadeln sind mein Problem. Ja, zumindest bin ich bei den Haarnadeln meistens schneller als die anderen. Also ja. Egal wer, das ist... Ja, da bin ich definitiv zu langsam, leider. Boah. Sieht ja cool aus. Die habe ich noch nicht gesehen jetzt gehabt vorher. Ach so, hast du jetzt das, was ich habe drin quasi, ja, ja, ne? genau. Was haben wir denn? Lambo. Murschlago. Wird genauso ausgesprochen. Sagt jetzt nicht was anderes. Murschi. Was? Muschilago oder was? Nein, ich habe Murschi gesagt. Da war ein definitives NR drin. Ach so. Sicherheitshalber, damit nicht irgendwer was Komisches denkt. Schon wieder 6 Runden? Ja. Ja, weil viele Sprintstrecken dabei sind, hat er sich... Ah, Quatsch. Nee. Bitte. Ich hab nichts gesagt. Aber ausgerechnet die Strecken, wo er es am wenigsten gebrauchen kann. Na, wo kannst du es denn brauchen? Ja, und wie, du? Ach so, ja gut, Tomete mag ja Tropen nicht, richtig. Ja gut, die Abkürzung wollte er nicht, der hat mich lieber nach außen gebackt. Dann warst du da zu knapp abgebogen. Ich glaube nämlich, er wollte sie schon, er dachte sich nur, ja gut, wenn der außen lang lenkt, dann hüpfe ich halt mal rüber. Helfe ich ihm noch ein bisschen. Gott, ist das alles, was ist das überhaupt für eine Farbe? Ist es nicht rot, ist es nicht pink? Meinst du den Himmel oder? So lila, ja, die Sonnenreflexion im Wasser, meinte ich gerade.
Er hat jetzt das gleiche Streckenpack drin, ja? Ja, ja. Das heißt, er sieht endlich die Strecken so wie Dennis und ich die ganze Zeit schon. Ja. Den Eckdreif gefällt mir jetzt auch gut. Ja, ich habe hier die, diese Nachttexturen da. Also auch die lila, ne? Ja. Also dunkel ist es hier auf jeden Fall, ja. Das fand ich von den Tropenstrecken am besten. Oh, die Selbstmordabkürzung mit dem Auto. Da hatte ich beim Angucken schon schlechte Erfahrungen mit. Und ich hab sie schon wieder. Da kriegt nämlich die erste Kurve schon nur mühselig. Bevor die Stelle überhaupt kommt. Wobei fairerweise muss man aber sagen, die Abkürzung ist mit jedem Auto scheiße. Wenn man da, wo Stevie und ich gerade sind, auch Kollision hätte, das wäre auch richtig bitter. Tja, wo wart ihr denn? Bei den Tischen oder was? Ja. Na gut, das geht aber, ne? Da musst du halt nur innen bleiben. Wenn du es nicht schaffst, dann ist es deine Schuld gewesen. Ja, das geht schon. Ist halt nur, dass du die halt nicht so außen fahren kannst, wie es eigentlich hier geht, ne? Das ist halt das Einzige, obwohl... So weit außen sollte man die genau, nicht fahren. Genau, ist nicht schneller außen zu fahren, ist nur eine Notlösung. Genau. Abgesehen von der Selbstmordabkürzung fährt sich das aber echt chillig gerade. Ach, bei 6 Runden gibt es noch viel Potenzial, dass irgendwas schief gehen kann. Vor allem in der Selbstmordabkürzung. Ja, aber auch drumrum. Dann fangen wir damit an. Du bist jetzt nämlich ziemlich dicht auf dem Fersen, das gefällt mir nicht so gut. Heute haben wir nicht mal eine Strecke, wo ich bei Duell fahren kann, also der Autoschränkkombination, da bin ich da, dann Oh Gott. Komm rum da, das war mir zu widerlich gerade Auto, mach mir nicht so viel Angst. Warum kannst du hier nicht manuell fahren? Also ich könnte es theoretisch schon, aber... Die einzigen Autos, die ich manuell kann, das sind die langsamen Karren bestimmt. Langsam. Wobei gut, streng genommen kann ich das auch nicht, aber aber der kriegt die erste Kurve schon nicht an. Und da muss er sich natürlich gleich ganz wegdrehen. Das Problem ist halt, dass die das manuelle, dass das Automatik fahren, dass die das noch schlechter können als ich das manuelle. Und deswegen muss ich manuell fahren. Ich bin das Ding schon langsamer angefahren, dann dreht er sich da halt erst recht weg. Das ist doch. Ja, Selbstmord. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin die Vorsichtige gefahren und das Ergebnis ist schlimmer. Ah, Krise. Kann ich nicht gebrauchen, ich kann das gebrauchen, dass du die Fehler machst. Weil gegen dich kann man sich keine Fehler leisten. Das geht nicht. Das Rennen hätte ich gewinnen können, das ist so gemein. Es sind gerade erst 2 Runden rum.
Ja, aber du machst einen Weltenfehler. Das, oh puh, also letzter Renntag, ja, da habe ich sehr wenig Fehler gemacht, aber ansonsten hatte ich immer drin. So gesehen, schauen wir mal. Ich meine, ich versuche, dass du recht hast, aber versprechen kann ich es nicht. Nee, versuche mal, dass ich total falsch liege. Ja, du bist schon wieder direkt, ja. Da war das eigentlich nicht mal, ich würde es nicht mal fehlen, naja, kleiner Fehler halt eben, was auch immer. Ich habe einfach Eddys Reifen aufgezogen, dann geht das. Wie, die Kaugummi geflickten Dinger taugen was? Ja, natürlich. Sind super. Bei Eddie ist immer alles super. Besten Reifen. Du musst nur an seine Technik glauben. Ja? Mehr Vertrauen. Oh, du verschwörst die Sicht wie nichts anderes. Das ist genau der Plan. Ich lass dich rankommen, damit du dann vor der Selbstmordabkürzung gar nichts sehen kannst. Und dann völlig dann abfliegst. Das ist der Plan. Du bist nur ein bisschen früh rangekommen. Das Schlimme ist, dass ich auch glaube, dass genau das jetzt passieren wird. Ihr seid jetzt schon bei der Seite. Nee, eben nicht. Er ist nur jetzt schon ran. Mein Plan war, dass er später rankommt. Aber die Situation kommt jetzt. Und das ist halt das Problem. Weil ich fahr jetzt schon nicht ideal wegen deiner Sichtblockade hier. Ah, war ich zu feige, okay. Jetzt habe ich ja freie Sicht. Ja. So, aber jetzt kommt diese Scheißstelle wieder, wo der wieder keinen Grip hat. Und bei dir hat das natürlich, das ist schon klar, habe ich verstanden. Oh. Aber Doppelkuss oben, das ist sehr artig von dir, sehr schön. Okay, das war jetzt schmerzhaft. Dann habe ich ja endlich wieder freie Sicht. Ich bedanke mich herzlich. Ah, gern schön. Ich meine, dein Auto war ja nicht mal hübsch anzusehen mit deiner hässlichen Farbe, oder? Ja, sorry! Es sagt halt Kirsch jetzt wirklich nichts für, dass das random ist, sonst hätte er ja nur gut. Ja, vor allem, ich bin ja auch nicht besser mit meinem hässlichen. Ich hab, glaube ich, sogar eine ähnliche Farbe wie Kirsch. Sieht anders aus. Auf dem Punkt zumindest. Ist aber genauso hässlich. Na gut, Gelb wäre schlimmer gewesen, das sehe ich ein. Also ich mag mein Säuregrün hier. Säuregrün. Gucken, dass ich diese Rupo echt auf irgendeinen Scheiß angepasst habe. Was? Guckst du wieder alle voll hier? Ja, die Sache ist halt, wenn ich beim Lenken drücke ich ungewollt zwischen den Stick rein und dann hupe ich damit automatisch. Doch, ein bisschen Hupen hat doch keinem geschadet. Aber deswegen haut die Palme doch auch nicht ab. Nicht? Nee. Glaube ich nicht. Schade, ich dachte, man kann es ja mal versuchen. Ich glaube, es beeindruckt deine Palme nicht. Ich die Kurve ein bisschen besser, Auto, sonst ist der Typ hinter mir und ich gleich steht wieder dran. Palmen sind, gehört in der Hinsicht zu den größten Wesen, die es so gibt. Oh Gott, unter Steuerung lässt grüßen. Du bist jetzt schon wieder drin, obwohl du voll weggecrasht bist. Ich verstehe das nicht. Ja, das war aber auch zumindest der beste Start in die Runde, den ich bisher hatte. Wie kann das sein? Du bist voll weggecrasht. The fuck? Also ein Unfall scheint hier ja nicht allzu viel auszumachen. Eben konnte ich da fast wallriden, als wäre es... Underground 2 Simulator. Ja. Hätte man doch nicht so Speed Wallride nennen können. Hätte man. Witzig, den Gedanken hatte ich gerade, also das habe ich gerade so gedacht und du hast es ausgesprochen. Ja, kann man mal machen. Boah, gestern kamen während des HP2 Rennens auf einmal irgendwelche zwei Leute, Kinder sage ich mal, in den Discord-Channel rein und wollten irgendwas mit Underground und keine Ahnung, Mann. Okay, ich dachte, die haben HP2 mit euch gefahren. Nee, die haben nur gesehen, da ist, bei dem man voll quatschen kann. War wohl nicht so eine schöne Runde. Naja, doch, wir haben ja versucht, ihnen zu helfen. Nö, sie wollten es erstmal nur haben und installieren. Ich glaube, das waren auch die, die dann gefragt hatten, mit wie spielt man das dann zusammen.
ich habe jetzt einen Trick für meine Selbstmordabkürzung mit diesem Auto. Ja gut, grundsätzlich ist das ja erstmal legitim, nur ist es eigentlich erklärt. Naja, ist schon legitim. Es war halt ein bisschen nervig auf Dauer. Ja, die haben dann im Wesentlichen den HP2-Channel beschlagnahmt, um in einer mir unbekannten Sprache ihre Underground-Sachen zu besprechen und zwischendurch mal in Englisch zu fragen, was wir machen sollen. Oh Mann. Und ich würde meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, dass das Kinder sind. Also vor 10 Jahren hätte ich... Na, von den Stimmen her, würde ich einfach sagen. Achso, ja gut, das kann sein. So, ich habe gestern, kurz nachdem ihr HP2 gespielt hattet, hatte ich noch gesehen, dass da wer im HP2-Channel war. Genau, die waren das. Die sind einfach drin geblieben danach. So, ja gut. Das war kein Rundenrekord, das hat sich so gut angefühlt. Klar war das ein Rundenrekord. Ach, das ist wegen der Einstellung nicht mehr so gut. Weil ich sag's mal so: diejenigen, die so Anfang des letzten Jahrzehnts, die da so Kiddies waren, diese ganzen COD-Spieler und so, sind ja auch jetzt erwachsen. Alter, wie dicht du schon wieder dran bist, ich fass das nicht. Ja, das hast du vorhin auch gesagt an der Stelle. Das Ding ist halt, hier fährt man langsam. Jetzt fahre ich mal kurz außen lang. Hier fährt man langsam, das heißt, der gleiche zeitliche Abstand sieht dann halt viel näher aus. Naja, jetzt da sowieso wusste, aber ich einen Fehler hatte. Derartig. Kurz nach Startziel, da neige ich echt zum Wallriden. Zum was? Wallriden. Echt? Auf der Strecke, nö. Solltest du nicht absichtlich tun. Was war denn nochmal der Knopf, um eine Straßensperre in die Folterabkürzung, Selbstmordabkürzung reinzurufen? Da irgendein Knopf, mit dem man Straßensperren beantragen kann, oder? Ja, es mutet ja nicht. Ich hab 1, 2 und 3 für Straßensperren, Nagelbänder und Helis, aber... Ja, Nagelband wäre gut. Das wird aber hier, wie gesagt, im Multiplayer nicht funktionieren. Och, das geht mit Cheat Engine bestimmt irgendwie. Das ist wahrscheinlich nur eine Adresse, die das sperrt. Stimmt, mit Cheat Engine müsste was gehen. Also ich finde jetzt so ein Nagelband ganz gut. Am besten bei der Einfahrt in dieses Karussell, wo die Tische außen sind. Da kann man ja nur woanders langfahren. Ist halt nur die Frage, ob das dann zeitübergreifend ist. Ja, das ist garantiert wieder Kleinzeit, wie immer halt, ja. Stimmt, dann sieht das aus, als fahre ich irgendwie durch irgendwas durch und dabei war bei mir nichts. Aber zur Mitte, dir liegt die Strecke wohl gar nicht, oder? Nee. Weil ich irgendwie immer mehr Abstand zu dem... Es ist Tropen und dazu noch die schwierigste Tropenstrecke. Was erwartest du? Man hat immer mehr Abstand zu ihm, deswegen... Ja. Die schwierigste Tropenstrecke. Da hast du die Antwort. Tomete mag keine Tropen. Und die Tropen mögen Tomete nicht. Ja, das ist ein Gefühl, habe ich auch. Letzte Runde. Boah, letzte Runde schon? Jo. Wie soll ich denn so noch aufholen? Gar nicht. Idealfall. Du musst da mithelfen. Wir müssen das im Team machen. Ich komme näher, du fällst zurück. Zusammen schaffen wir das. Ja, so wie ich mich kenne, passiert das auch. Aber mal schauen. Ich gebe mir Mühe, dass es nicht passiert. Oh, nee, jetzt
hat er einen 360 und dann nochmal einen 180 gemacht. Oha. Hast du aber dann reingehauen. Ja, ich konnte am Ende noch ein bisschen länger auf mich warten, bevor ich... Hier kann man nicht mehr zugucken. Ja, das ist schade. Die Seite ist schon durch, oder was? Nee, jetzt allgemein gegen das. Oh Gott, was machst du denn hier für ein Alpha? Ach, komm man. Ich verstehe nicht, warum die Front da jetzt hochgekommen ist. Das verstehe ich nicht. Hat nicht allzu viel Sinn gemacht. Gott, Alter. Ja. Die Stelle war echt grottig. Aber ich verstehe auch nicht, bei Highstakes, da hatten sie es weggelassen, dass man vorher zugucken kann. Und hier haben sie es weggelassen, dass man hinterher zugucken kann. Das wird fast die Absicht. Na, ich glaube, das ist auch unfinished, ist wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Weil die Funktion gibt es ja, dass man zuschauen kann. Wenn man schäumt, dann kann man es ja. Ja, einige Sachen. Ja, also wird das garantiert auch nicht fertig geworden sein. Da wird keiner dran gedacht haben. Ich glaube nicht, dass die da wirklich die Entwickler die alten Spiele kannten und sich dachten, ach ja, die Funktion wäre doch eine gute Idee. EA Seattle ist was mit High Stakes und nee, gut, das ist das Studio, aber es muss ja nicht sein, dass die gleichen Entwickler. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Das werden sie schon sein, weil wir haben den gleichen beschissenen Netcode wie bei den Fucking 4. Der einzige Unterschied bei diesem Spiel ist, dass hier ein bisschen mehr Interpolation reingebaut wurde. Aber das ändert am Problem nichts. Ach so, Interpolation der Position vom Netcode, ja. Ja, das sieht das ein bisschen geschmeidiger aus als bei 4, wie die Autos fahren. Aber man sieht ja, dass es nur die Interpolation ist. Weil wenn du nämlich zum Beispiel gegen einen Baum fährst, dann bist du es in Wirklichkeit gar nicht. Und das ist hier noch ausgeprägter als bei Need for Speed 4. Naja, es kommt ja auch darauf an. Wenn du mit Meteor fährst, der hüpft auch gerne in der Gegend rum. Ja gut, der hat ja auch einen Ping von sonst was. Brieftaube. Also gerade ist ja so ein grünes Ding auf der Karte vorbeigefahren. Jo. Mehr sieht man einfach nicht. Und was Orangenes angefahren. Oh, stimmt. Ja, auf mich konnte noch ein bisschen warten. Doch, ganz, wir feiern hier schon mal ohne dich. Wir fahren das schon mal weiter, ne? Dann habt ihr ja doch wieder Vorsprung. Waren 20 Minuten Rennen, Mensch, hier. Naja, oh, da bist du. Du bist Zweiter. Aber du hattest die schönste Farbe, Tomela. Ja, das ist richtig, ja. Alter, was ist das denn? 2,56, Alter, willst du mich denn verarschen? Schon ja, die wieder. Runde war offenbar okay, aber dafür waren viele andere halt einfach über 3 Minuten. Ja, okay. Und 2,56. Alter, das ist doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Machst du das? Ich kompensiere es halt mit Crashs. Ja, wenn du es nicht machen würdest, hätte ich auch ein Problem. Holy shit. Oh, jetzt kommt der Crown Victoria hier. Neue Design für uns bei Scenic Drive. Ja, mal gucken, wann die anderen die Strecke, also... Wann wählt denn Kirsche aus? Nach Tomete. Achso, Tomete hat noch gefehlt. Okay. Nee, Tomete hatte nämlich noch nicht, deswegen... Ja, ich hatte nicht gesehen, dass du hattest, das war das Problem. Oh ja, sieht in der Tat ganz anders aus. So hell. Wüste. Schöne Blümchen. Bisschen groß irgendwie.
Die Strecke wirkt dadurch so richtig, also das ist richtig hell, ey. Ja, ja. Ja, die ist jetzt offen. Richtig hell. So, wie kriegt das aus in die Kurve? Ich hab's mir leider nicht angeguckt. Okay, offenbar gar nicht, kommt das jetzt nicht. Katastrophe. Boah, dieses Auto, Mensch. Ja, ja, das ist eine sehr spannende Wie du versperrst mir die Sicht. Fahr halt vorbei. Ach du Scheiße. Den Jump kann man mit dem Auto nicht fahren. Zumindest ist das höchst gefährlich, den zu nehmen. Wenn man dann wo. Hier schätzt du irgendwie hinbekommen. Na, ich bin vom Gas gegangen, nachdem du angefangen hast zu schreien. Hätte ich das mal gelassen, Scheiße. Das hat echt noch ausgereicht, um da noch zu reagieren bei dir. Boah, die Chef. Das war's dann aber bei der Strecke. Danach haben wir wieder nur die Standard, die alten Texturen, die wir bei Dennis und ich schon immer hatten. Eigentlich, wir hätten eigentlich noch hier die andere Strecke haben müssen, wo ja noch. Ja, National Forest, jo. Yes. Das wäre cool gewesen, jo. Und dann hätten wir einfach mal wirklich alle gehabt. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Zum Meter, was für Texturen hast du hier? Relativ Standard, also. Ist eigentlich nur besser aufgelöst. Ah, dann weiß ich, was du hast. Das Parkland-Ding. Parkland-Zeit. Ey, warum bin ich denn da, Wird er bestimmt die haben, die wir bei Parkland haben oder so. Jo. Oder? Jo. Das flackert aber ganz schön, die Texturen, wenn die ja so an einem vorbei fliegen. Was? Wer flackert wo? Das sind, ich sehe so Striche auf dem Bildschirm bei den Texturen. Bei den Texturen, diese braunen jetzt von den Wänden. Also nicht, dass der Bildschirm flackert, aber da ist halt irgendwas, weiß ich nicht, die Texturen sind irgendwie sehr... Ich meine, du kannst richtig sehen, wo die Textur anfängt und wo dann die nächste wieder anfängt. Ja, diese Kanten, das ist zumindest... Keine Ahnung, warum das bei dem so ist. Also die Karre hatte ich auch gedacht, wie viel Untersteuerung wollen wir, ey. Meine Güte. Die Karre tut, was sie am besten kann. Gerade ausrollen. Untersteuern? Jo. Und langsam sein, das kriegst du auch ganz gut hin. Oh, am fünften Gang soll die abgehen wie Sau, habe ich gehört. Also wenn die Bullen keine Gummikette hätten, da war dieser blöde Berg tatsächlich das, was mich gegen dich... Ach, Mensch, ey. Ist doch wunderbar. Ein Berg reicht manchmal. Wenn die Bullen keine Gummikette hätten, dann hätten die, glaube ich, echte Probleme. Ja, die haben auch noch andere Autos. Die hätten ja, aber die nehmen sie ja am liebsten. Ja. Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen. Ja, das... War auch bestimmt. Oh, 3-2, du Alter. Ja, hätte man schaffen können, wenn man den Berg überlebt, aber ich habe ja gut, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, was hier mit dem Crown Victoria so möglich ist. Das weiß niemand. Ich habe auch einen ASAC-Rekord, weil ich den hier ja fast noch nie gefahren bin. Ja, wahrscheinlich sogar noch nie. Ja. Na, das kannst du ja sehen bei ASAC. Wenn die alte Zeit 0 war, dann bist du zum ersten Mal gefahren. Ja, die alte ist 0. Was haben wir jetzt hier? Auch wieder manuell, oder? Aston Martin, ja. Ich habe heute den ganzen Tag manuell, Automatik. Ja, dann fährst du den ganzen Tag falsch. Besser geht es. Da wieder Sprint. Ja, viele Sprint. Ironischerweise haben wir nur 8 Rennen, aber es sind viele Sprints dabei. Aber da wir so lange Tropenstrecke haben, kommen wir trotzdem irgendwie mit 8 Rennen klar. Naja, weil die so viele Runden haben wie die anderen. Dann deshalb gleicht sich das so aus. Weil wir hatten ja auch schon mal 12 Rennen oder so. Also so ist ja nicht. Braucht man hier den 5? Ich weiß das nicht. Die Automatik hat mich in den 5. gehauen. Und ich drehe mich weg. Tschüss, Tomate. Ich habe mich leider weggedreht. Ja, auch. Also zumindest fast. Ja, dann halt den Vorsprung jetzt zum Meter. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das kann.
Bei Alpine ist Stevie auch meistens besser als ich. Also nicht immer, aber... gern mal. Achso, bei Alpine habe ich übrigens die Schneetextur aktiv, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ja, sieht immer so rutschig aus. Ja, es gibt so vereinzelte Momente, da glaube ich tatsächlich, dass das auf die Physik Einfluss hätte, auch wenn ich weiß, dass es auf guter Blödsinn ist. Das ist auf den Fahrer Einfluss. Der denkt halt, dass es rutschig ist. Also verhält er sich entsprechend, genau. Aber ihr habt hier nicht Schnee, ne? Nee. Nein. Hier ist alles knochentrocken. Und sehr farbenfroh, ja. Also die Berge sind ein bisschen arg farbenfroh. Was soll das für ein Metall sein, das so eine Farbe hervorbringt? Das war knapp. Rotzen, bitte. Natürlich hast du wieder überholt. Ja, oh Mann, ja. 20 Meter weiter und Stevie hätte mich überholt, glaube ich. Was? Okay, okay, nicht schlecht. Wir sind angekommen, ja. Das also nicht mal Sekunde Vorsprung habe ich, aber ihr seid auch. Moment, wie weit seid ihr auseinander? Ja, halbe Sekunde oder sowas. Ja. Der hat sich erdreistet, sich noch zu überholen hier. Das kann nicht angehen. Ich brauche ja, die freie Sicht für die letzten Kurven. Ja, ich kam irgendwann ganz schön ran. Aber eins muss man der Kombination hier sagen, mit denen die teilnehmen, zumindest was HP2 betrifft, hat jeder irgendwie seinen Gegner. Das habe ich mir nicht angeguckt, weil da dachte ich mir, 360, was soll da schon schief gehen? Schon wieder ein Sprintrennen. Doch, das bin ich vorhin noch mal gefahren. Also Sprintrennen ist es nur, wenn die Ziellinie triggert. Ja! Ich glaube, Pirsch, ich oder irgendwer anders müsste hier noch mal ein paar mehr Texturen für den Wagen hier machen. Da war ich jetzt aber zu konservativ mit dem Sprung, ja. Oh, Stevie sah kurz nach üblen Abflug aus, aber irgendwie hat das gefangen. Tja. Da hast du wohl kurz gedacht, ne? Ich hab mich schon gefreut, ja. Ich hab's aber retten können. Oh Gott. Das kann dir doch scheißegal sein, Kirsche, eigentlich, also... Ich hab was mit Stevie passiert, Schmerz! Sag das nicht, Stevie ist schon wieder vor mir. Weil du einen Unfall gebaut hattest. Ja. Mit 360. Das ist aber keine gute Werbung für dieses tolle Auto. Naja, es lag halt nicht am Auto, es lag am Fahrer. Potenzielle Käufer wissen das nicht. Potenzielle Käufer gucken diese Videos nicht. Und die denken so, ich muss das am 360er wissen. Google Nummer. Ah, hier, Need for Speed Hot Pursuit 2. Ah, gut, da kann man, da passt das doch bestimmt. Was, da hat jemand einen Unfall gebaut? Ey, jetzt will ich die gar nicht mehr kaufen. Stell dir mal vor, genau du bist ein Ferrari-Händler und begründest das dann. Nee, der hat einen Unfall gemacht und hat zwei gekauft. Ich dachte, das heißt Ding. Ich habe mir die Karre bei ihnen bestellt, ne? Ich habe mir gerade dann ein Video angeschaut, wo jemand damit gecrashed ist. Ja. Ich möchte bitte die Bestellung wieder wieder canceln. Ja. Oder 10% Rabatt. Genau, und den möchte ich nicht. Der ist zu unsicher auf der Straße. Der wirkt bei über 200 etwas schwammig in der Lenkung. Wobei gut, ja. Generell, also... Das ist ja nicht das einzige Auto, das in dem Spiel schlecht gemacht wird, also... Nein, das ist nicht schlecht, das war jetzt wirklich Fahrer, das ist ein gutes Auto, das ist nur eine komische Schaltung. Ja, aber scheiße fährt sich hier trotzdem, was, also. Die Schaltung mag es von dem? War das nicht der, wo man nie so genau weiß, welcher Gang der richtige ist? Nee, bei dem bin ich happy eigentlich.
Also bei der Strecke hatte ich jetzt auch noch nichts zu jammern oder wo ich mir unsicher war, aber... Also ich kann mir sehr sicher sein, dass es niemanden gibt, der HV2 gespielt hat und da HSV Coupé fährt. Ja. Und selbst die paar, die einen hatten, haben es danach nicht verkauft, sondern direkt verschrotten lassen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die haben sich die Karre gekauft, haben gesehen, boah geil, bei HP2 kann man die Karre fahren. Die sind gefahren. Um Gottes Willen, ich überlege es mir. Und dann haben sie die Karre verschrotten lassen. Alter! Noch ein Reset. Gesagt, wieso fahren, warum, wie, die Karre ist wirklich so schlecht? Oh ne. Oh, jetzt schenke ich dir aber viele Sekunden. Das nennt sich jetzt Sprintrennen? Meine Karte ist ja leer, what the fuck? Alter! Was hast du gemacht? Leer. Also außer... Meine Karte ist nicht leer, weil aber auch X Fehler macht. Der hier vor mir. Ja, ja. Das muss man jetzt zum Ziel bringen. Boah, Stevie hält hier mit Kirschen, jetzt alter Falter. Ja, der lass das mal. Unfälle. Ach so, eigentlich sollte ich das lassen, ne? Ja. Das ist aber sehr nett von dir, dass du mir so hilfst. Ja, man tut, was man kann. Boah, die sind... Hättest du den vierten beschenken können? Sind hier immer noch richtig lange am Fahren, das... Eine Minute muss ich ungefähr noch. Würde ich jetzt mal schätzen. Du weißt, wie lange die Strecke geht? Ja, natürlich. Zeitmäßig? Ja, klar. Woher? Weil er sich schon das ein oder andere Mal gefahren ist, vielleicht? Ja, und? Das weiß ich doch heute Abend nicht mehr, wie lange die Strecke war. Also, ich weiß es bei HV2 auch nicht, aber... Aber wenn man das in dem Ausmaß spielt wie ihr, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man das wissen. Kann ich nicht mit dienen, tut mir leid. Ich dachte, du kennst die Strecken auswendig. Ja, die Strecken, aber die Autos nicht. Ich weiß, wann die Autos schalten müssen. Dann ist ja irgendwann mal in 3 Milliarden Jahren die neuen Karren hat, ist Kirsche sowieso nicht mehr weit vorne. Weil er dann erstmal die neuen Karren lernen muss. Na gut, ich musste hier auch die Autos lernen, so gesehen. 5 Minuten 07, ja, aber dann fangen wir alle irgendwie bei 0 an. Und, Ja gut, die Physik bleibt ja die gleiche, die Karren fahren sich halt nur ein bisschen anders. Nein, du kannst aber je nachdem mit Physik die schon ganz anders lang fahren lassen. So, wie viel habe ich denn jetzt verloren? Da lag ich doch richtig mit 5 Minuten. Alter Schwede. Oh. Ich hoffe, das ist ganz extrem. Ja, 15 Sekunden. Ah, ich hätte ja eigentlich darauf gehofft, dass es zumindest 20 sind. Ja, was ist noch alles? Alter, das ist eine Sprintstrecke, zumindest 20. Ja, sonst ist das kein gutes Polster für den Rest der 15 Saison. 15 Sekunden ist ein super Polster. Das hat die Saison anderes bewiesen. Die letzte. Bei dir braucht man ein größeres Polster. Ich weiß nicht, ob es da ein Sprintrennen gab, wo jemand so viel Polster erzeugt wurde. Ja, aber es reicht gegen dich nicht für den Rest der Saison. Das ist das Problem. Ach, du musst jetzt einfach auch crashen, dann gleitet sie jetzt wieder aus. Stevie, du hast gewählt, ne? Ja. Und Tomete auch. Das heißt, und wieder so ein scheiß Profi-Ding. Wir haben 5 Runden. Stevie hat sich sogar das richtige Auto direkt gewählt. Ja, ich wollte dem Plugin da mal die Arbeit ersparen. Hast du nicht. Er hat es nochmal für dich ausgewählt. Dabei hatte ich doch die Karre schon ausgewählt gehabt. Ja, der wollte aber sicher gehen. Diese Palmen hier sind immer so rot. Ja. Ja, das ist komisch tatsächlich, aber ich habe keine Ahnung, wie man die wieder zurückfärbt. Also da eine Ausland bleiben. Ja, ich bin dahin gerutscht. Warum? Oh je, Mine. Was? Ich war im Topspeed? Oh scheiße. Ich im Flak 6. gebraucht war. Das hat mich jetzt aber verblüfft. Na gut. Ja, geh einfach vom Gas, dann passt's wieder.
hättest du gerne. Was ich gerne hätte, wäre, dass du gegen eine Wand fährst, und zwar einmal pro Runde. Nope, nicht auf meine schönen Truppen. Einmal pro Runde reicht nicht. Oh, sehr guter Anfang. Ich meine so frontal gegen die Wand, nicht so Wallride-mäßig. Hatte hier das, hier so das schon wieder zum Beispiel? Na, überlebt. Nicht gut, aber Frage ist natürlich, er hat zwar hier die Top-Speed, aber hätte er die auch am sechsten Gang überschritten, das ist schon mal die Frage. Naja, diesmal sind es ja mehr Runden. Erste Runde ist ja nur zum Warmfahren. Bang! Boah, du hast aber doof aufgesetzt bei der Runterfahrt da. Hat in jedem Fall so Zeit gekostet. Nicht so viel wie in die Wand fahren. Das ist richtig. Hätte man wohl doch am vierten bleiben können. So, wie schnell kann man den da hochprügeln? Das ist natürlich auch nicht. Okay, so schnell nicht, offensichtlich. Ach komm. Komm, das gibt's doch nicht. Fahr doch einfach weiter. Nur weil okay, und das jetzt jede Runde. Dann wäre gut. Ein Pixel gegen die Leitplanke gekommen, das Auto. Naja, ne? Dreht völlig am Rad. Jetzt bist du aber echt dran gekommen, scheiße. Fällt mir so gar nicht. Das will mir jetzt nicht gefallen. Ja, nächste Runde bin ich vorbei. Du musst halt nur wieder da crashen. Ah, und ich darf zwischendurch nicht crashen. Das ist das Ding an der Sache. Das würde dir helfen, auf jeden Fall. Wenn wir die, was mir gerade okay, so einfällt. Ist ja spannend. Ich muss wohl tatsächlich im Topspeed-Limiter sein. Was mir gerade so einfällt, wenn die während dieser Season fertig werden sollten, die anderen Autos, können wir hier in dieser eigentlich dann schon nicht. Du hast noch Hoffnung, dass das passiert? Nur mal angenommen. Das war jetzt die Frage, ich habe es gerade nicht verstanden. Ach, ich habe noch die Hoffnung, ob du es irgendwann schaffst, die Karren mal fertig zu kriegen. Und ob man das dann noch, wenn in dieser Season fahren könnte. Ja, ja, dann in dieser Saison. Aber bis das passiert, vergehen sowieso noch Jahre. Aber welche das sind, das steht ja eigentlich schon fest, oder? Ja, die Autos stehen fest, es geht nur um die Performance noch. Ach so, die sind von der serienmäßigen Leistung her scheiße gemacht, oder? Nein, es gibt ja keine Performance-Settings, du musst erstmal welche machen. Ach so, es existiert überhaupt nicht so. Ne, es sind neue Autos, die sind nicht in HP2 drin. Ja, die meisten haben die halt unrealistisch Performance gegeben oder Performance zum anderen Auto. Ja, weil irgendwas müssten sie haben, sonst wären sie wahrscheinlich nicht zum Download, weil packt ja nicht nur das Model rein. Ach so, die gibt's doch schon, okay. Ja, ja, das ja. Nur eben halt die Performance ist halt unrealistisch oder einfach vom EA-Auto übernommen. Ja gut, da kann ich nicht helfen, weil ich kenne mich mit den Karten überhaupt nicht aus. Das sah schön aus. Das habe ich in der vorigen Runde so was Ähnliches gemacht. Das dachte ich mir. Jetzt bist du aber wieder dran. Aber diesmal habe ich das vorsichtiger hochgefahren. Weil ich dann ja rausgefunden habe, dass dieses Auto nicht belastbar ist. Wobei Pete kannte sich doch, glaube ich, auch irgendwie damit aus. Oder kann er das nur in NFC? Mit Meteor ist für KI nicht gut, aber ich habe ja gehofft, dass er meine Veneno-Datei fertig macht, aber ich mache die jetzt selber fertig, weil das dauert ja wohl noch 2 Jahre, bis er das gemacht hat. Denn sonst hat Stevie recht, sehen wir die Autos wirklich in diesem Leben nicht mehr. Lass mal überlegen, wie lange du da eigentlich schon dran sitzt. Naja, ich habe seit der wievielten Season willst du da jetzt eigentlich schon nicht drum kümmern?
ja an Meteor lag, das, weil ich wollte, der hatte mir versprochen, eine K.Indy für den Lamborghini Veneno zu machen. Und weil der gute K.Indy's macht, habe ich das halt abwarten wollen. Aber davon, mal ihn nochmal anzuschreiben? Ja, habe ich doch auch schon gemacht, aber es kommt nicht dazu. Naja, dann mach doch einfach erstmal. Ich mach das eine Version ohne das Auto. Ich meine, wenn es echt nur eins ist, dann kann man ja auch nachrüsten dann. Ja, auf welche Weiche so scheiße sind wie der SV oder ich der kann's nur, ich kann's halt nur vorher auch selber machen. Was ich jetzt auch tun werde. Sind da welche dabei, die so scheiße sind wie TS50 oder HSV? Oh. Ja, glaub nicht. Ne. Ne. So. Weil wenn, dann müsste ich, wow! Dann müsste ich noch einen Skin dafür machen. Wer verwaltet denn das eigentlich momentan, das Skinpack da an sich? Für die Fußmaler AP2. Früher war es mal Ravage, aber ich glaube nicht, dass er das noch macht. Wo hat denn Ravage irgendein Skinpack verwaltet? Hat der das nicht irgendwie zum Download da angeboten gehabt, oder? Ist auf meinem Server, falls du unseres meinst, oder das von Kirsche halt. Ja, unseres, weil, es gab ja gestern ein Update, so gesehen. Gab ein Update? Ja, ich hab doch noch den Teamspeak, ja. Teamspeak TS50 gemacht. Na gut, den hab ich jetzt nicht. Den habe ich jetzt cool. Habe ich jetzt auch noch nicht drin. Dass das halt dann in der aktuellen Version von dem dann auch entsprechend drin ist. Darum geht's halt. Ja, ich habe es noch nicht mal auf meinem PC drin. Ja gut, dann ist es logischerweise auch nicht im Skinpack. Was sollte das denn jetzt gerade, ey? Ich habe ernsthaft zur Mete eine Chance gegeben, dass er mal rankommt, weil ich erstmal überall gegengefahren bin und dann irgendwo feststeckte. Geil! Fühlt sich so ja, falsch ich glaub, an, im Rev-Limiter zu sein und dann nicht zu schalten, aber es ist dann tatsächlich sinnvoller. Weil der sechste Gang dann nicht mal auf 231 kommt. Ja. Nein! Ah, Tomate wollte das Geschenk nicht. Aber wie ist das bei der Abkürzung eigentlich? Kommt das auf 231? Oder ist das ja, auch sagen wir mal so, Tomate fährt außen. Wow. Der Abkürzung lohnt sich das auch nicht. The fuck? Ich hab's nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu lenken, das ist die Scheiße. Eigentlich müsste ich auch noch irgendeinen Skin für den BMW da machen. Den M5. Wieso? Weil der so scheiße fährt. Das heißt, du machst nur für scheiß Karren-Skins, nicht für gute Karren oder was? Jo, so sieht's aus. Was ist denn das für eine Logik? Für die guten, bin ich nicht gut genug, also. Also, ich meine jetzt, gar nicht vom Fahrskin her, also das auch, aber, gut, die sollen dann ja geil aussehen und das kriege ich halt nicht hin, sowas wie mit den Flammen für den LM oder so. Sowas kann ich halt einfach nicht zeichnen, oder das mit diesen Bitzen da, sowas kriege ich ja nicht hin. Aber ein paar blöde Sprüche drauf oder ein paar Kackhaufen, das kriege ich dann schon noch hin. Blöde Sprüche oder ein paar Kackhaufen. Kannst du hier nicht nochmal abfliegen, Kirscher? Das wollte ich dich gerade fragen. Eigentlich wollte ich dich fragen, ich wollte dich auffordern dazu. Du bist schon wieder gefährlich nah dran und das gefällt mir gar nicht. Das ist die also ich würde natürlich auch gerne für die geilen Autos Skins machen, aber aber das wollen die geilen Autos nicht. Meine Rundenzeiten verbessern sich und Kirsche kommt näher dran. Das ist keine gute Quote dann. Weil ich krieg jetzt so ein Flammenvideo oder so, das krieg ich halt einfach nicht hin. Haben wir eigentlich jetzt für jede Karte genügend Farbauswahlen eigentlich, oder fehlt da noch irgendwas? Für manche sind nur drei, da, das ist ein bisschen wenig, also zum Beispiel für den normalen F1 oder so, dann müsste Kirsch oder ich sich nochmal dran setzen.
oder irgendwer anders, der... Er sagt sich dran setzen und plötzlich sehe ich ihn nicht mehr auf der Map. Ah, jetzt ist da hat er sich direkt dran gesetzt. Bist du da jetzt so gut durchgekommen, frag ich mich. Ah, ja, jetzt Schwung. Jetzt weißt du, warum ich so schlecht bin. Ich mal hier nebenbei irgendwelche Wagentexturen. Ja, genau. Und jetzt nervt er mich wieder mit der Sichtblockade hier. Das war genau das Ziel. Warum eierst du da so rum? Ah, ich bin ein bisschen ins Driften gekommen, denn... Das habe ich gesehen, ja. Das war sehr spannend. Gesehen? Aber was mich bei diesen Skins für die Autos da am meisten nervt, ist ja, dass die symmetrisch sein müssen. Das ist echt so ein bisschen... Ja, also zum Beispiel dieses, hast du die falschen Reifen oder fährst du so scheiße, das steht ja auf einer Seite spiegelverkehrt drauf, weil es nicht anders geht. Kannst du echt nur eine Seite skinnen und das... Ja, das wird automatisch gespiegelt, leider. Also dann müsste halt die Geometrie vom Auto ändern, wenn man das auch noch ändern wollen würde. Aber da wüsste ich jetzt halt auch nicht, wie das geht. Und das heißt, bei dem Teamspeak-Auto, wenn ich meine Globe genommen hast, spiegelt sich das. Oh, knapp! Hihi! Ja. Ich wollte doch 15 Sekunden aufholen und nicht 0,15 Sekunden verlieren. Also auf einer Seite hast du ein spiegelverkehrtes TS-Logo drauf, das ist vollkommen richtig. Da macht Stevie schon einen Fehler und ich bin zu blöd, das auszulösen und fahre dann die Außenseite. Das hast du überhaupt nicht genutzt, sehe ich schon. Dann gebe ich dir die Chance und was machst du draus? Einfach gar nichts. Ach, ich sollte einfach weniger crashen. Du solltest noch mehr crashen. Nee, ich glaube, das ist die falsche Richtung. In die falsche Richtung kannst du von mir aus auch fahren. Ja, nee, das wäre, genau, deswegen will ich es ja nicht machen. Es wäre so ähnlich wie in die falsche Richtung fahren, was generell als nicht gut angesehen wird. Du kannst von mir aus gerne crashfrei in die falsche Richtung fahren. Ja, da habe ich auch nichts gegen, du. Wird man da nicht wie heißt das bei Nice, bei Dirt nochmal, 2,47. Oh shit, da hätte ich wohl doch den 6. Aber ich bin da nicht über 230, oder? Oder die Runde war ich scheiße in der Stücke? Ich war komisch. Okay. Das ist spannend. Dann ist der 6. Gang wohl doch sinnvoll. Nein, ich habe den auch nicht benutzt. Okay. Verwirrend. Sehr verwirrend. Ich weiß nicht, wie du da 2 Sekunden rausholst. Das ist sehr spannend. Okay. Dann muss ich ja, um die Crashes zu kompensieren. Danke. Was haben wir? LM. Also 2 Sekunden ist schon verrückt. Da muss ja grundlegend was falsch gemacht haben. Ist wieder dunkel. Oh Gott. Gleich einschlafen beim Start oder was? Also der Randomizer bei dem Fahren ist recht interessant eigentlich. Warum? Sieht alles weil so anders aus. Weil wir eigentlich so extrem viel Auswahl haben. Aber Alter! Ich wusste nicht, wo es lang geht. Ernsthaft? Das sieht alles so anders aus. Es ist eigentlich die gleiche Strecke, nur ja. Die gleichen Texturen, nur dass es halt auf dunkel getrimmt ist. Ich bin nur irgendwann mal einen zu früh abgebogen, deswegen dachte ich mir, ja, jetzt nicht so früh abbiegen und dann war ich schon, oh, wo fährt denn der links? Wie gesagt, sind die gleichen Texturen, nur halt auf etwas halt auf dunkel getrimmt. Es sieht alles sehr anders aus. Ich finde es halt immer noch nur krass, dass die Wolken einfach heller sind. Die werden von irgendwas angestrahlt. Habt ihr das mit diesem schwarzen Himmel da genommen, oder? Ja. Oder genommen, also habt ihr gerade halt einfach. Schwarzer Himmel, aber weiße Wolken. Aber richtig helle weiße Wolken. Ja, das gefiel dem Auto nicht so hundertprozentig, aber er hat es nicht anders hinbekommen. Ja, ich kenne jetzt nicht auswendig, wo was ist. Das mit dem schwarzen Himmel, das wollte ich nicht nehmen.
Also mal kann man es sagen, aber das will ich nicht immer für die dauerhaft. Also wir haben klar. Die ja nur auf einer, also wir ja selber haben ja nur auf einer. Ja, ich hatte überlegt, welches ich nehme. Ich habe jetzt halt das Default, was. Oh Gott, komm rum da. Was? Komm doch da rum! Ja, es macht mich hier was noch scheiße meinst hier. Du, Tomete? Was, was? Das Default, was halt ein bisschen höher aufgelöst ist. Achso. Das, was Dennis durch mich gefunden hatte mal. Weil ich da, weil ich irgendwann mal aus Jux, wie mein damaliges Let's Play, irgendwann mal andere Texturen gesucht habe und ihm gefiel das ja so sehr. Ja, ich mach für. Ja, das Gamepack ist auch geil, also. Ich mag halt wirklich, dass es dort grüner ist. Ich finde das gut. Ich find's nur witzig, von den ganzen Packs mochte er nur das, was ich hatte. Und das andere, was ich hatte, fand er nicht schön. Deswegen fahren wir auf einer Strecke so eine, ja, so leicht grünliche Textur. Ja, grüner halt, ne? War ja vorher auch grün, aber sind halt. Nein, diese eine Strecke da, ich hab. Ach komm! Sehr. Komm! Einen Grünfilter drin hat. Geht da rum! Wow! Aua! Boah, Auto, du machst mich fertig mit diesen knappen Geschichten, die du hier tust. Ja, wenn's mal nur knapp wäre. Und diesmal bitte rumkommen da. Ich weiß nicht, was dein Problem da in der letzten Runde war. Aber diesmal hast du dich ja wenigstens benommen. Artig bleiben. Danke. Ich hab so eine 720 Grad Drehung wieder abkürzen gemacht. Deswegen bist du auf einmal von meiner Karte verschwunden. Und nicht etwa, weil er eine neue Textur machen musste. Ja, stimmt. Er wollte jetzt zu den LM da noch was machen. Ah nee, stimmt ja. Ist ja keine Scheißkarre. Oh, er kommt dichter. Das gefällt mir nicht. Stimmt's, Tomato? Ja, das geht nicht. Also gut, ich könnte natürlich eine neue Farbe machen, aber da habe ich genug von. Keine Ahnung, ich fahre in rosa. Ja, es ist aber eine ganze Menge zur Auswahl jetzt für den LM. Wenn du ja irgendwann mal schaffst, die neuen Karren fertig zu machen, ist dieses Plugin hier darauf eigentlich gut geeicht, dass er die neuen Karren dann halt? Dass hier das, die Karten, die Karre vorstellt? Ja. Kann man machen. Ist das eigentlich nur Placements dann, oder ist das wirklich neue? Neue Ordner, aber so ähnlich wie bei Highstacks ist es dann. Achso, nur dass wir jetzt keinen Mixer haben. Nee, du hast dann halt auch eine Liste. Ach, scheiße. Ich kann gegen Kirsche einfach nicht bestehen, wenn er fehlerfrei ist und das ärgert mich. Da kannst du auch so viel üben, wie du willst. Ich hab noch was, Der hat einfach mehr Skill als ich. Ja, kannst du ja mal lesen und so. Ja,
ich könnte jetzt ja sagen, Herr Junge, lies mir die Nachricht vor, aber wer weiß, was denn da erzählt wird. Gut, Mediterranien ist sowieso kirsches Gebiet, aber... Und du hast hier wieder Google-Dienst, ja, da war ja was. Hm, das ist so richtig. Oh, die habe ich gut gekriegt, die Kurve. Ja, aber am sinnigsten wäre, wenn du mal rechts ranfährst und die Nachricht dann liest. Dein Handy am Steuer und so ist ja nicht allzu gut. Ich glaube, das ist der Polizei ein geringeres Problem als deine 250. Ja, und? Es gibt auch Taxifahrer, die halt an jeder Ampel, aber sind trotzdem mit 100 in der Stadt unterwegs, also... Das ist gar nicht so selten. Also Mitte, wie ist es übrigens näher rangekommen zu sein? Ja, das ist gefällt. Ich hatte mich an einer Stelle leicht, hatte ich mich halt weggedreht fast. Aber ich dachte, du hast die WhatsApp da abspielen lassen. Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe immer Angst bei dieser Kurve. Oh, komm, der Pixel da oder was? Alter, leg mich doch am Arsch, ey. Bis ich seine Nachricht verstanden habe, dauert das. Der Pixel, ey. Ja, und, der Pixel ist ein guter Freund von mir. Vor allem, das ist ja noch nicht mal... Das ist ja noch nicht mal realistisch, weil das ist ja... ja. Einfach nur künstliches Streckenende. Ah, ja, dadurch bist du jetzt ganz weg, natürlich. Wow, das ist dann Gedanke, dass die Wand mir da den jo, Dreher gerade... Jo, ich hier auch noch so umgekippt rum. Oh ja, ist doch klar, ey. Ich hätte mich nämlich fast wieder weggedreht, aber dann bin ich mit dem Arsch gegen die andere Wand geknallt und dann hat die Karre das nicht mehr geholt. Wenn es so weitergeht, hast du deine 5 Sekunden gleich wieder, Kerscher. Ja, wahrscheinlich nicht komplett, aber zumindest ein bisschen davon. Nee, aber ich hab auch ein bisschen. Mann, Alter. Meine Konto ist auch für den Arsch. Genauso wie bei dir. Dann hab ich ja jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe. Nee, also ich glaube heute, also die Season wirst du vor mir starten in der Liste, denke ich mal. Heute warst du besser als ich. Nicht zu fassen. Ich würde jetzt sagen, liegt am neuen Controller, aber kann man nicht. Ah. Nee, ich bin heute einfach scheiße gefahren. Dann darf ich ab nächstem Rennen auch hinter Demon starten. Vor Demon starten. Genau, ich habe die 15 Sekunden nur gemacht, um mir einen strategischen Vorteil zu erarbeiten. Ja, wenn du das aber auf Dauer machst, du, dann... Kirsch, ich weiß noch nicht, ob du es gehört hast, ne, aber... Dennis hat vorhin Startreihenfolge bei Trainer.org gemacht und sie wird jetzt auf der ganzen Season immer genau so bleiben. Ja, das wär's ja. Alter, was war das jetzt wieder? Der Ton setzt kurz aus und das Lenkrad ist schwergängig. Oh, jetzt ist wieder leichtgängig. Es ist hervorragend. Ey, diese... Ey, was ist das denn? Was war da denn jetzt schiefgelaufen? Das habe ich mich bei der Abkürzung ja auch gerade gefragt. Alter, was war das denn? Das ist doch Verarschung jetzt. Demon will einfach nicht hinter mir starten. Das ist doch Verarschung. Das hat gar keinen Sinn ergeben. Was war das denn für ein Quatsch? Oh Mann. Komm. Jo, schön bis zum Ziel und ich gurke und gurke und gurke hier rum. Wie viele Sekunden sind denn das jetzt? Das ist das, was ich hätte mitzählen sollen. Ich frag's mich auch gerade. Mann, Alter. Zu viele Fehler gemacht. Somit jetzt wieder rangekommen. Was das denn für ein Bullshit? Ja, okay, jetzt komm ich richtig gut ran hier. Ich hoffe, du machst doch mal einen Fehler. Oh. Nicht zu fassen, ey. Ach, der LM ist mein Freund. Immer da, wenn man ihn braucht. Und der letzte Fehler, was war das für ein Schwachsinn? Was war denn da los? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, was soll's. Also der Abstand zu Stevie... Jetzt kommt ein Rammstein-Song, ne?
Ich habe schon lange nicht mehr gehört, dass einer sagt, dass jetzt, wie hieß denn die überhaupt nochmal, der Moto Jesus kommt. Weil der ist doch die mit immer schneller gefahren. Heute war aber schon Moto Jesus an, also nicht während des Renntags jetzt, aber es war heute schon mal Moto Jesus an. Ich habe heute schon etwas länger. Boah, ja, natürlich. Ist klar, Alter, 12 Sekunden, ey. Aber keine ganzen 15. Aber das ist gut. Das kann doch nicht. Naja, gut. War das letzte Rennen, ne? Ja.